Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren kleinen Infovideo. Und ich habe ein paar Themen, über die ich heute kurz mit euch reden möchte. Das wird nicht allzu lang werden, also fangen wir gleich mal an. Zunächst habe ich mich gestern riesig gefreut, denn ein Abonnent namens TheDevHakan hat für mich ein Video gemacht, in dem er einfach gesagt hat, jo, du bist der beste YouTuber überhaupt und ich feiere dich und sowas. Das findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich kann es zwar auch nicht nachvollziehen, denn ich finde mich als YouTuber maximal durchschnittlich, aber okay. Ich habe mich auf jeden Fall darüber gefreut. Das ist das Wichtigste. Es ist gut bei mir angekommen, denn es war ja auch für mich gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, Link ist in der Beschreibung. Zum Zweiten, ja vor allen Dingen Zweiten, das passt jetzt gut. Ich habe einen Zweitkanal aufgemacht, KetterHackerZ. Und dazu findet ihr auch einen Link in der Beschreibung. Auf diesem Kanal lade ich hin und wieder mal Fail-Gameplays hoch oder misslungene Aufnahmen und sowas, damit ihr euch halt 100% alles anschauen könnt, was ich denn so für euch fabriziert habe eigentlich. Auf dem Hauptkanal möchte ich das allerdings nicht immer unbedingt haben, wenn irgendwas nicht so ganz toll gelaufen ist. Ja, zum Weiteren, ich habe jetzt auf meinem Instagram-Account, den findet ihr auch in der Beschreibung, also ihr findet bisher alles, was ich gesagt habe, in der Beschreibung auch nochmal als Link. Auf Instagram habe ich jetzt auf meinem Profil noch ein paar Bilder hochgeladen. Wenn ihr euch die mal anschauen wollt, dann schaut doch einfach mal vorbei. So, ja, zum Nächsten wollte ich euch dann noch kurz sagen, was so als nächste Projekte ansteht. Und zwar möchte ich jetzt erstmal noch kurz ein Part MW2 raushauen, dann 5 Parts MW3 und danach wird es dann mit Dead Island weitergehen. Ja, mit Dead Island. Nebenbei noch Black Ops 2 und der Zombie-Modus natürlich auch, bis die Reihe vorüber ist. Danach ist dann Zeit, sich ein paar Gedanken zu machen. Ich werde gerade angeschrieben. Okay. Ja, ich wurde gerade halt nur angeschrieben, habe mich mit einem Kollege verständigt über ein Video, was ich auch noch für einen neuen Kanal machen wollte, mit dem ich jetzt demnächst zusammenarbeiten werde. Allerdings habe ich noch keinen Link von dem Kanal bekommen. Aber es ist auf jeden Fall ein super Typ, mit dem ich da zusammenarbeite. Ja, und zum letzten Punkt. Ich möchte dieses Jahr unbedingt auf die Gamescom gehen. Da habt ihr dann die Möglichkeit, mich zu treffen, wenn das funktionieren sollte. Ich werde da aber vorher nochmal ein Video machen. Und ja, wir müssen uns da halt noch ein bisschen absprechen, wie das Ganze funktionieren wird. Also ihr da, die da gerade das Video guckt hier. Und ich natürlich. Also wir müssen uns da irgendwie verständigen, dass wir uns da treffen. Das sind riesige Menschenmassen, die da rumrennen und es ist schwierig, sich zu treffen. Vor allem mit ein paar Leuten. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie immer, schön Kommentare schreiben und bis zum nächsten Video. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen, bevor ich das jetzt beende, das Video. Das neue Format, Live Let's Talk, also dieses Format, bei dem ich mich vor die Kamera setze, ein bisschen laber, das werde ich demnächst auch noch weitermachen. Als Nächstes kommt jetzt noch ein Video über die Zombie-Modus-Geschichte, das kommt dann auch die Tage online. Und in diesem Sinne, einen wunderschönen Tag noch, euer Ketter sagt Cheerio.